So, dann wollen wir uns heute mal nach Torchlight begeben. Das ist ein heiterer 3D-Diablo-Klon, kann man sagen. Aber ich lege erstmal einen neuen Char an, weil ich habe es schon mal angespielt. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Und natürlich schön aufs Maul hauen mit dem Destroyer. Dann gibt es hier noch den Vanquish, beziehungsweise die Vanquisherin. Kann man die hier scrollen? Nein, kann man nicht. Und einen Alchemisten. Wohl sowas wie ein Magier. Aber aufs Maul hauen ist immer gut. Darum hier Vlad der Pfähler. So. Und der Hund heißt Hund. So. Natürlich hier Hardcore, ne? Very hard und so. Ich klicke ja mal zufällig auf Easy, damit ich auch durchkomme. Ihr habt bestimmt keinen Bock, mich dauernd krepieren. Wahrscheinlich habt ihr schon Bock, mich krepieren zu sehen, aber. Moment. I have roamed these lands for as long as I can remember. Ach so. But my blades always lead me back to conflict. Ja, kenn ich. When I heard of the evils befalling Torchlight, I returned from the wilderness. Tales of madness, townsfolk slain or missing, and a darkness rising from the deep. It was inevitable that I was drawn to this place. My blades would not be still. No. So I made the long journey. The very long journey. I arrived at sunset, and while things at first seemed simple, I did not know then the shadows I would face, and the terrible power gathering far below the surface. I would discover them in time. And then I clicked continue. Welcome to the town of Torchlight. Hallo bei Torchlight. Guckt euch hier mal um, indem ihr links klickt in der Gegend. Aha, aha. Schaut euch die Stadt an und wenn ihr fertig seid, dann geht doch mal in die Minen. Ist ja wie im richtigen Leben. So, huch. Aha, Steuerung ist hier ein bisschen anders. Hört sich auch sehr diabolistisch an. Falls ihr euch noch erinnert. What can I do for you? These monsters' attack are disrupting my work. I am Wesman, as Call of Ember. I traveled to Torchlight to study the vast supply of ember below, but these creatures make it impossible to obtain the samples I need. Aha. Hier kriegen wir gleich die erste Quest. Und zwar müssen wir bravourös uns durch die Tunnel schlagen, der Mine, in Klammern, und müssen Gleaming Ember mitbringen. Irgend so ein Edelsteinchen. Das akzeptieren wir mal hier. I have gained a task, habt ihr gehört? So, hier steht schon Duran der Transmuter. Das ist alles sehr englisch. Aha, aha, aha. Ich kann mich nicht konzentrieren, weil hier überall Monster rumhängen. Wenn du irgendwas zu kombinieren hast, dann komm nochmal wieder. Kommen wir später wieder. Da kann man Gegenstände zusammensetzen zu tolleren Gegenständen. Sockeln sozusagen. So, schnieke Brücke. Sehr verbindlich quasi. Und das erste, wo ich hinlaufe, ist der Friedhof. Das ist ja echt wie ein Diablo. So, wo muss ich überhaupt hin? Ah, hier ist noch Goren. Ist auch ein Enchanter. Anything you need? Aha, Ember is essential to my work. Aha, der braucht auch Edelsteinchen, Popeinchen. Und da haben wir einen Gemseller. Hallo. Please help me if you can. Ja, irgendwo helfe ich da schon. Das hier ist die Sammelkiste, wo man sein Zeug ablegen kann. Blabla, mein Inventory Screen. Und hier kann man halt Waffen und Rüstung und Pipapo equippen und hast du nicht gesehen. Ach ja, und mein Stash, also quasi die Box, die man anstatt am Rumlungern ist, wo man Zeug ablegen kann. Ja, noch habe ich nichts zum Ablegen, dann gehe ich mal wieder weg. So, hier kann man auch gar nicht gucken, wo es hingeht. Was ist das hier?
Ah, der verkauft uns Güter. Aber Güter brauchen wir gerade nicht. Wir waren ja gerade im Gütersloh. Haha, witzig. Da ist Scherzdash, das heißt, ihr könnt das zwischen euren Chars irgendwie aufteilen. Wenn ihr da was reinpackt, dann können eure anderen Chars dann halt auch etwas rausnehmen. Die Soziokiste quasi. Was ist das denn hier? Ach, da waren wir schon beim Transmuter. Ja, dann geht's ja nur in eine Richtung. Hier sieht's auch sehr minig aus. Hey! Dann hauen wir mal gleich mit voll aufs Brett. Brink, over here! I can't hold them back much longer. You all right, Syl? Rest here a while. I'm going ahead to finish the job. Sicherlich. Wer muss den Job wieder finishen? It's no wonder Master Ulrich sent for my help. The Ember Mines are overrun with these creatures. His letter was urgent, but I had no idea how dire things had become. I am Syl, and that was my companion, Brink. We've only just arrived in Torchlight, and it looks like we're going to need some help. You look capable, and I can pay you well. Please, catch up to Brink before he gets himself killed. Also, das ist Syl, so. Und Brink ist gerade in die Mine gestolpert und denen müssen wir da jetzt irgendwie helfen. You have begun a new quest. Was auf Deutsch so viel heißt wie: Du hast eine neue Quest begonnen. So, Mine in Transe, da gehen wir mal rein. Der sehr sympathische Ladescreen. Sehen wir bestimmt noch ein paar Mal. I've arrived in Torchlight and began my exploration of the tunnels below. These mines are vast and aglow with ember. I've never seen so rich a vein. Miners labor to extract it and take no heed of my warnings. I cannot blame them. I too could not resist the pull of ember. This ember is the same as that which afflicts me. The taint within it resonates with the corruption in my bones. I can feel it so clearly now. Blight springs from the depths and flows up through the veins. To purge myself of this evil, I must find the source. So, dann finden wir mal die Source von dem Evil Knievel. Ja, schnuckelig ist es in der Mine. Da würde ich direkt einziehen wollen. Hier gibt es auch schöne Haustiere. Mein Mana ist low. Also um Mana zu regenerieren, muss ich eine sogenannte Mana Potion trinken. Das wussten die meisten von euch bestimmt noch nicht. Deswegen sage ich das mal. Ey, die Spuckler. Hallo? Yay, eine Scroll. So, hier ein paar Blocks. Hast du nicht gesehen? Ist halt ein typisches Hack and Slay. Und bis jetzt auch ziemlich linear. Das heißt, es gibt immer einen vorgeschriebenen Weg, wo ich bis jetzt hier lang komme. Liegt auch mal Gold in der Gegend rum, kennt man ja auch von zu Hause. Das war. Ah, eine Falle. Hello there. Hello. Wedge out for any open shafts. Critters have been lurking down them. Aha. Gut. Ach Mann, ey. Falsche Taste immer. Aha. Ein magisches Item, das noch nicht identifiziert ist. Das heißt, es hat magische Kräfte. Und ein Ledergürtel. Von Armani. Lederschuhe. Das ist ein ganzes SM-Outfit. Hallo. The Redlands Raid of Supplies. Aha, aha, aha. Ja, toll. Noch eine Identify-Scroll. Erstmal hauen wir hier die Ratten zu Matsch.